Am Anfang konzentrieren Sie sich auf Kopf und Mund. Wie haben Sie dieses Bild 1949 gemalt? Ja, kann ich. Ich glaubte, den Mund mit der Schönheit einer Landschaft von Monet malen zu können. Es ist mir nicht gelungen. Warum ist es nicht gelungen? Warum es nicht gelungen ist? Es sollte mehr Farbe haben. Ich hätte mehr vom Inneren des Mundes zeigen sollen. All die Farben des Innenraums. Das ist mir nicht gelungen. Das ist eines der großen Bilder dieser Welt. Ich war von Velázquez besessen. Ich beging einen großen Fehler und versuchte, Bilder vom Schrei des Papstes zu malen. Aber das wurde nichts. Ich bekam die Farbe nie hin und der Schrei wurde nie lebhaft genug. Er war nicht das, was ich wollte. Sie fragten, warum nehmen Sie eine Spritze? Ich antwortete, ich wollte sie ans Bett nageln. Ich konnte keinen Nagel nehmen, also dachte ich, eine Spritze sei gut. Sie sagten, wollten Sie auf einen Drogensüchtigen anspielen? Ich antwortete, auf keinen Fall. Ich nahm einfach nur eine Spritze. Sie sprachen über das Verformen der Realität. Gilt das auch für den Körper? Ja, ich glaube nicht, dass man den Körper schon so gesehen hat. Es gibt da diese Verformung. Ich bin mir sicher, der moderne Mensch möchte Empfindung ohne Übertragung. Oder die Übertragung so weit wie möglich verkürzen, um die Empfindung zu spüren. Sehen Sie hier Langeweile? Ich denke, das ist ein sehr schönes Bild. Es vermittelt diese wunderschöne, auf dem Bett liegende Frau. Wenn ich die Dinge male, suche ich immer Konzentrationen. Konzentrationen von Bildern. Das ist eine Katastrophe. Warum ist es eine Katastrophe? Weil es nicht funktioniert. Können Sie das erklären? Es funktioniert formal nicht. Ich finde nicht, dass der Müll oben im Vordergrund funktioniert. Meiner Meinung nach funktioniert an dem Werk überhaupt nichts. Das Layout ist recht gut, aber der Rest gefällt mir nicht. Ich wünschte, Sie würden es einfach verbrennen. Was halten Sie davon, wie Jackson Pollock ganz auf die Geschichte zu verzichten? Ich hatte für Jackson Pollock nie etwas übrig. Da er in Amerika ein großer Held ist, sagte ich etwas sehr Schlimmes, als mich eine amerikanische Kuh fragte, was ich davon hielte. Ich sagte, für mich sieht das aus wie Stückchen alter Schnüre. Und ich fürchte, das kam ziemlich schlecht an. Seitdem bin ich in Amerika sehr unbeliebt. Sehen Sie Qualitäten in Rothkos Arbeiten? Nein, ich habe das nie begriffen. Ich habe Rothko nie begriffen. Ich habe früher immer gedacht, dass abstrakte Bilder einem wenigstens schöne, leuchtende Farben geben. Hier sehen Sie einen Raum mit seinen Bildern. Wenn Sie den Rest des Tages wirklich deprimiert sein wollen, gehen Sie in diesen Raum. Ich schätze, man könnte sogar behaupten, dass das eine Art Qualität ist. Aber ich hasse diese kastanienbraune Farbe, die er benutzt. Wenn ich wirklich deprimiert sein wollte, würde ich für ein paar Stunden in den Rothko-Raum gehen und mir das Kastanienbraun ansehen. Ich könnte auch losgehen und mir Kastanienbraun kaufen. Ich finde, das sind die trübsten Bilder, die je gemalt wurden. Das ist ein Bild von Van Gogh. Er sagte dazu, ich wollte zeigen, dass das Café ein Ort ist, an dem man sich ruinieren, kriminell oder verrückt werden kann. Und er meinte, es sei eines der hässlichsten Bilder, die er je gemalt habe. Ich finde es überhaupt nicht hässlich. Im Gegenteil, es ist ein sehr schönes Bild. Ich verstehe nicht, was er sagt. Leute im Café, die sich zerstören, weil sie sich betrinken. Wenn sie trinken wollen, warum sollten sie das nicht tun? Eine seiner größten Erfindungen ist seine Art, Lichter zu malen. Er lässt das Licht sich um die Glühbirnen legen. Ohne das Licht hätte das Bild nicht dieselbe Intensität.
Wenn er sagt, das sei eines seiner hässlichsten Bilder, ist er sich wohl bewusst, dass die Leute damals behaupteten, seine Bilder seien hässlich. Riefen Sie nicht ähnliche Reaktionen hervor? Davon habe ich mich nie befreit. Er hat sich davon auch nie befreit. Was halten Sie von der Reaktion der Leute, wenn sie sagen, ihre Bilder seien hässlich? Ich bin erfreut. Ich bin ehrlich erfreut, dass die Leute sie nicht mögen. Ich meine, das wäre die größte Verurteilung, wenn überhaupt jemand sie mögen würde. Ich freue mich, wenn sie wirklich hassen. Schließlich bedeutet es, dass da etwas ist, was sie wirklich nicht leiden können. Ist es eine Art Tribut an Van Gogh? Es ist kein Tribut. Ich musste eine Ausstellung in der Hannover Gallery machen. Ich glaube, es war 1958. Und mir fiel einfach nicht ein, was ich tun sollte. Und plötzlich dachte ich, ich werde eine Ausstellung über Van Gogh auf dem Weg nach Terrascon machen. Das ist eins der besseren Werke. Ich finde, dass die ganze Serie nicht gelungen war. Dies ist das Beste. Wie fühlten Sie sich, als Sie dieses Bild malten? Ich fühle überhaupt nichts, wenn ich male. Da gibt es nichts zu fühlen. Mir gefällt der Hund in diesem Bild ganz gut. Ich bedauere, dass ich die Abbildung nach vorn gesetzt habe. Vielleicht wäre es ohne sie besser gewesen. Mir gefiel der Hund. Er sieht aus, als ob er nach einem richtig langen Auslauf einfach erschöpft daliegt. Man sieht ihn mit raushängender Zunge. Mir gefällt der Fuß. Das Bild gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht genau warum. Weil es sehr künstlich ist. Man könnte nie ein solches Fenster haben. Ich finde, je künstlicher sie sind, desto besser. Desto intensiver werden sie. Schließlich ist Kunst ein Kunstprodukt. Diese Figur im Vordergrund, haben Sie die zum Schluss eingefügt? Ich habe sie zum Schluss eingefügt. Ich hatte das Gefühl, da fehlt was. Ich konnte keine Schale Tulpen oder so einsetzen. Also habe ich dieses Ding eingesetzt. Aber ich denke, ich hätte etwas anderes finden können. Wenn ich eine von diesen griechischen oder ägyptischen Statuen genommen hätte, sähe es vielleicht besser aus. Ich weiß es wirklich nicht. Sie mögen ägyptische Statuen? Ich finde, das ist die größte Kunst, die je gemacht wurde. Ich finde, dass die ägyptischen Sachen, ungefähr aus der Zeit 2500 bis 3000 vor Christi, die allergrößten Dinge sind, die der Mensch je hergestellt hat. Kunsthandwerker stellten sie her und natürlich haben sie religiösen Hintergrund. Sie waren ein Versuch, den Tod zu überwinden, wie alle ägyptische Kunst. Man kann sagen, dass wir ständig versuchen, den Tod zu überwinden, indem wir Abbildungen hinterlassen. Aber es macht keinen Unterschied. Wir werden einfach tot sein und als Abbild vielleicht weiterleben. Die Ägypter haben weitergelebt. Warum reizt sie die menschliche Figur? Für mich ist sie einfach am interessantesten. Ich bin kein Landschaftsmaler. Und dieses Ding, das da durch den blauen Himmel kommt, es ist ursprünglich eine der Furien. Die Furien werden verfolgt von unserer Schuld. Mich suchen keine Schuldgefühle mehr heim. Ich glaube, das war eigentlich nie der Fall. Sie schätzen Aeschylus? Das tue ich. Weil er aufregende Bilder hervorruft. Wegen der Furien? Nicht nur deswegen, sondern wegen des Ganzen. Aeschylus' Gewalt ruft Bilder hervor. Erinnern Sie sich nur an die wundervolle Übersetzung seiner Zeile, der Gestank von menschlichem Blut lächelte mich an. Das könnte eindringlicher sein. Das ruft sofort die erstaunlichsten Bilder in mir hervor. Über die weite, wogende Welt sind wir in Scharen ausgeschwärmt. Die Wogen überspringend und die Schwingen zum Fluge, und wir stürmen voran, eine heiße Hatz. Aufspürend die Schiffe achtern, und nun ist er hier, sich irgendwo hinduckend wie ein Hase. Der Ruch menschlichen Blutes, das ist ein Fest für mein Herz.